Oh, ich muss mich hier erstmal umpositionieren. Ich sitze hier einfach so unglaublich ungemütlich, da mein schöner PC-Sessel kaputt ist. Und das macht mich eigentlich schon relativ mäßig traurig, muss ich ehrlich zugeben. Ach so, ich komme da nicht durch. Hier, deswegen. Huch. Ich will mich hier eigentlich da dran ziehen. Wie kann ich mich denn jetzt da lang ziehen? Also, wenn ich jetzt einmal Rechtsklick mache. Huch, wie hat das denn jetzt funktioniert? Ich habe keine Ahnung. So eine schlampige Arbeit. Die Firewall ist durchlässig wie ein Sieb. Ist dieses Netzwerk von Affen entwickelt worden oder was? Unpraktisch, na was soll's. Du hättest mich auch rufen können. Ein Angriff steht bevor. Regierungstruppen nähern sich. Es ist ein Vergeltungsschlag für letzte Nacht. Die Rebellen sind in Gefahr. Die Regierungstruppen werden sie gnadenlos überrennen. Das ist tragisch. Und aufregend. Nicht aufregend, jedenfalls nicht der Angriff. Falsch ausgedrückt, eine aufregende Chance, meine neue Erfindung zu testen. Und was ist das? Dient der Vermeidung von Katastrophen. Streck deine Arme aus. Nein, so. Was zum Teufel soll das werden? Fertig. Du hast jetzt ein Wingsuit. Praktisch zum Gleiten. Am besten startet man direkt am Abhang. Wow, wow, wow. Flieg zur Brücke. Ich hoffe, es funktioniert. Für uns beide, Rico. Wir müssen alles wieder ins Lot bringen. Ich muss sagen, ich fühle mich hier irgendwie wie so ein Versuchskaninchen, so ein bisschen. Also, ich meine, so, ja, ich hoffe, es funktioniert, so, maybe, ne, so. Kann sein, dass es funktioniert, vielleicht aber auch nicht, aber ey. Das ist praktisch. Dieser Wingsuit ist nicht übel. Win eigentlich hier unten hin? Achso, Moment, falsch, falsch, falsch. Stopp, kann ich auch hier hoch? Falsch im Öffnen. So, Moment. Ich muss hier aber irgendwie nach oben. So, ich habe einmal... Okay. Das war jetzt... ungewollt, aber irgendwie auch nice auf eine gewisse Art und Weise. Stopp! Ich bin dran vorbei! Ich bin dran vorbei! Ich bin dran vorbei! Wow! Huch. Vielleicht habe ich es nicht erwähnt. What the? Ein experimentelles Gerät GE64 gegeben. Eine Bavarium-basierte Haftbombe. Dann fangen wir mal mit der Brücke an. Ich steck dir drin fest. Okay, jetzt stecke ich hier nicht mehr drin fest. Das ist gut. Also, for God's sake. Moment. Wenn man einmal nur klickt und direkt loslässt, dann ist alles gut. So, alles gut. Hier deponieren. Moment, Moment. So, hier. Hier, kletter einfach hier hoch. Geht das? Kannst du hier hochspringen? Ach ja. Ich könnte ja auch einfach so und dann hier dran. Fertig. So, Feststelltaste, Springsatz wählen. Hoch, so. Hier deponieren. Bin jetzt unterwegs zum Aussichtspunkt. So, wohin jetzt mit mir? Die Ravellus-Truppen nähern sich schnell. Bitte beeil dich. Gott, schnell! Den Aussichtspunkt erreichen, aber wie mache ich das am besten? So, hier mit meinem Suit geht das auf jeden Fall auch locker. Alter, wir können uns hier einfach so einen Boost geben mit unserem Suit. Oh! Upsala. Das hat ein bisschen wehgetan. Aber kein Problem, ich halte das schon aus. Hui! Stopp, 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 stopp. Weiche Landung, nicht so hart. Nicht so hart, ey, da muss man ja erstmal drauf klarkommen. Der Konvoi kann kommen. Wo habe ich die überhaupt gelegt? Da vorne, hier so mittig, ne? Warten, bis der Konvoi auf der Brücke ist. Ah, Moment. Die Ravellus-Armee wird sich jetzt fragen, zünden. Was passiert ist. Mal gucken. Geschafft. Du solltest jetzt eine coole Bemerkung machen. Oder... Warte. Mehrere Helikopter nähern sich. In was? In der Nähe sind zwei Bodenluftraketenbatterien. Markiere Position. Empfehle Umprogrammierung. So, ich bin unterwegs. Ich muss nur jetzt wieder...
Hat wehgetan. Aber ich bin noch ganz, alles gut. So, stopp. So, wir sollen das Ding hacken. Mache ich gerne. Muss nur wissen, wie das geht. Ey, stopp, 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 stopp. Was geht bei dir ab? Oh, scheiße, das ist ein Tierchen. Dem will ich eigentlich gar nichts tun. Moment, Flugabwehrstellung hacken. Muss ich irgendwas Besonderes machen? Nö, dauert nur einfach nur seine Zeit und dann ist es fertig. Jetzt auf die andere Seite. Beeil dich. Kann ich das Boom machen? Ich weiß nicht, ich habe einfach mal Interesse, das Ding einfach zu sprengen. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Oh, ich habe dafür ein Zeitlimit. Oh, scheiße. Nein! Stoppchen! Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Fertig, 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 fertig. Stopp. Fallen lassen. Und schnell hacken. Doch, ich hab Zeit, ich hab Zeit, ich hab Zeit, ich hab Zeit. Fertig. Okay, das war's. So macht man sich Freunde. Halten eher, was bringt das? Ach du Scheiße. Achso, die werden direkt abgeknallt, ne? Jau. Ja, dann war das doch easy. Jo, kein Ding, ne? Bitte kommen, Rico. Ich bin's, Mario. Mario Frigo. Erinnerst du dich an das Haus meiner Grandmadre? Sie kocht heute Abend. Du musst kommen, over. Over. Woher hast du ein Funkgerät, Mario? Was? Das haben wir hier alle. Außerdem musst du over sagen. Over. Oh, WTF, das over. War komisch. Wir over. Mach dir keine Gedanken über Funkgeräte. Gran Madre kocht schon. Sei pünktlich. Over. Alter, der Wingsuit ist ja mal so was von geil. Einfach Genius. Rico, bist du das? Ja, ich bin's, Gran Madre. Dünn bist du geworden. Sagst du Mario bitte, dass er diesen Schrott von meinem Rasen schaffen soll? Certo, Gran Madre. Gran Madre mag wohl das Auto nicht. Ja, sie mochte es noch nie. Du hast es nie fertig gemacht. Ich habe auf dich gewartet. Ich bin nicht sauer, okay? Dass du gegangen bist. Mario, ich hatte keine andere Wahl. Weißt du, ich habe mir solche Gedanken nie gemacht, Rico. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen. Wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön, ein Juwel unter der Sonne. Aber wenn man Medici sieht, dann ist es total verrottet. Mario, wirst du jetzt zum Philosophen oder was? Nein, so ist das nicht. Seit einer Weile helfe ich den Rebellen. Aber ich bin nur ein kleines Licht, wir sind keine Armee. Du hast die Angriffe auf die Ravello gesehen. Die Rebellen sind abgehauen. Sie haben sich versteckt. Das war echt peinlich. Mario, Rico, das Essen ist fertig. Gran Madre, wir sind sofort bei dir. Gib uns nur eine Minute, bitte. Mario, Respekt. Sie ist fast taub. Okay, ich habe einen Plan. Die Ravello kontrolliert alle Dörfer und Städte. Und ohne seine Stützpunkte ist er am Ende. Wir rekrutieren Einheiten und bauen eine Armee auf. Ich werde Manea befreien. Übertreib nicht gleich, Rico. Das tue ich nicht. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern. Und außerdem zerstöre ich Vis Electra. Das ist total verrückt. Es ist Zeit, ihm den Saft abzudrehen. Die Ravello hat die Anlage gebaut in 3, 4 Monaten. Ich verwandle sie in eine qualmende Ruine in weniger als einem Tag. Egal, was du tust, wir sind dabei. Und egal, was du zerstörst, wir bauen es wieder auf. Bon. Muy bon. Jungs! Aber das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus meinem Magen. Na dann los. Happa happa für Papa Nappa. Das gibt's jetzt.
Mission abgeschlossen. Zeit für ein Upgrade. So, Leertaste, wunderbar abgeschlossen. So. Kann man hier eigentlich direkt einfach ins Hauptmenü gehen und das Spiel speichert eigentlich? Hallo, oder wie ist das? Keine Ahnung. Gucken wir uns mal an. Ich bin Alessia, die Stimme von Radio del Revolution. Aha. Mario sagt, du hast vor, Maneia zu befreien und das Kraftwerk von Vis Electra zu zerstören. Ich kann es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Ich melde mich wieder, wenn du vor Ort bist. Okay. Öffne das Funkgerät, Tabulator-Taste. Machen wir das mal eben ganz kurz. Wähle deine nächste Mission aus. Marios Rebellenabwürfe. Na, Moment. Hier erfährst du mehr über die ausgewählte Mission und Belohnungen, wenn du sie abschließt. Okay, befreie Aussiedlung Manaea. So. Hier erfährst du, wie man die Mission freischaltet. In diesem Fall musst du Manaea befreien. So, wähle Manaea aus. So, hier siehst du eine Liste von Chaosobjekten, die du zerstören musst, um die Ansiedlung zu befreien. Es wird Zeit, nach Manaea aufzubrechen. Drücke Leertaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Wähle Wegpunkt setzen aus, um bei Manaea einen Wegpunktmarkierung hinzuzufügen, okay? Gute Arbeit, schalte jetzt das Funkgerät aus, Tabulator. So, und jetzt können wir locker flockig... Moment, wenn wir Achso, der speichert sogar... wenn wir Tabulator drücken und wieder wegmachen. Anscheinend. Also ist mir jetzt gerade so aufgefallen. So, hier Statistiken sehen wir schon mal hier und so alles. So, dann wollen wir mal. Wingsuit-Wunder. Längster Wingsuit-Flug. So, hier gibt es dann oben einfach so ein paar Namen, aber ist es nicht total easy, da einfach mal drüber zu gehen? Ah, es wird immer härter und härter. Ja, eigentlich müssen wir doch jetzt gleich auf Platz 1, oder? Ja, ich hab's doch geschafft. Ich bin doch drüber. Ich bin drüber. So, neue persönliche Bestleistung. Oh Gott. Nee, das juckt mich jetzt nicht. So, das ist auf jeden Fall besser, wenn wir jetzt uns so... Moment. So. Das geht auf jeden Fall viel schneller. Besser. Sehr viel besser. So, Moment. Wo wollen wir denn jetzt hier hin? Ich bin doch hier richtig, oder nicht? In dieser Stadt. Stopp. Mods, Karte, Karte. Und naja, hier bin ich doch. Oh, Moment, da unten müssen wir hin. Wo ist das jetzt? Im Visier der Obrigkeit. Oh, was? Zur Hölle war das? Das hat mich jetzt erschrocken bis zum Geht nicht mehr. Wus? Ich laufe da einfach nur gegen und das Ding geht kaputt. Was ist das denn? Die Polizeistationen sind in der Hand der DRM. Tschüssi. So, jetzt geht Party los. Jetzt geht hier Party los. So, wie kommen wir wohl hier rein? Hm, als ob ich es nicht wissen würde. Das ist keine Polizia. Das sind die Ravellos-Schläger. Brutal und dumm. So, hätten wir das erledigt. So, da fehlt aber noch einer. So, kann ich das hier noch zum Explodieren bringen? Doch, sicherlich, oder? Jawohl! Läuft bei uns! Ah, da fliegen sogar irgendwelche Teile von oben. Ey, bewerft ihr mich da gerade mit irgendwelchen Teilen? Das macht ihr doch extra. So, ich könnte mich natürlich die ganze Zeit hier irgendwo hoch und runter gleiten. Oder ziehen, aber... ich finde es gerade besser, einfach mal auf Grund zu laufen. Oh Gott. Die tun weh! Aktivieren! Ah, Moment, das andere Target war da hinten. Ah, da sind Waffen. Scheiße, unendlich Muni haben wir nicht, ey. Da können wir uns abschminken. So, wenn wir über Leichen laufen, gibt es natürlich wieder Munition zurück. Das dürfen wir nicht vergessen. Machen wir denn jetzt? Aua. Stopp, das nehmen wir. Nein, Moment. Nehmen wir uns das mal kurz eben.
Oh, Schrot, ne? Ja, auf jeden. So, den hätten wir weggeknallt. So, und die nächsten. Ah, ich will lieber eine normale Waffe haben. Also die Pump, die nehme ich nicht so gerne. Bin ich ganz ehrlich. So. Ja, Mann, das ist so eher jetzt mein Ziel. Aber was ist das hier? Granate? Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Ich kann das gar nicht aufsammeln. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Achso, das sind meine, oder? Nein, sind sie nicht. Verstärkung ist unterwegs. Dammit! Müssen die einfach nur stehen und durchhalten. Ne? Mehr müssen wir nicht machen, oder? Ja, dann ist easy. Dann läuft die Sache. Huch, was war das denn gerade? Das ist eine von uns. Das sind definitiv Feinde. Oh, warte mal. Ich könnte hier ein kleines bisschen Boom-Boom verursachen. Nein, 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 nein. Fuck, ey. Man muss sie töten, bevor die Verstärkung rufen. Boah. Schon wieder. Ja, kommt doch her. Ich habe keine Angst von euch. So. Guck mal, was ich hier habe. Zufällig auch Heli-Truppen? Komm schon. Oh, hi. Na du? Nee, auf gar keinen Fall hat er eine Chance. Na, warte mal. Hier benutzen wir lieber normale Waffen, oder? Ja. Dafür wollen wir doch keine Raketenwerfer-Munition verschwenden. Das wäre eindeutig Verschwendung. Oh, jetzt hätte ich aber Bock, da einfach... Jetzt hätte ich da Bock, aber Raketenwerfer reinzuballern, ey. Yes! Ach, guck mal. Wir gehen sogar einfach Bäume kaputt. Auch nett. Habe ich auch Granaten? Oh Gott. Ah! Ich habe doch bestimmt irgendwo Granaten, oder? Da. Oh, habe ich nicht. Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Dir geht's gut, dir geht's gut, dir geht's gut. Boah. Mir geht's echt extrem scheiße. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. Ich bin doch hier. Aber vielleicht muss ich aber auch abhauen. Das könnte auch sein. Oder auch nicht. Bin mir nicht sicher. Nein, stopp. Keine Dings entfordern. Hilfe! Bitte komm. Geh hoch. Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen. Ich hab Angst. Was soll ich denn hier machen? Ich habe hier Probleme, Rebellen rufen. Hä? Ich muss doch irgendwie so ein Zeug ansammeln, oder? Sonst geht's doch hier gar nicht weiter. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Rebellen rufen, eins von zwei. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Hm. Ich nicht so ganz verstehen hier. Moment. Marius Rebellenabwürfe. So, Befreiung, Ansiedlung. Dot, 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 dot. Was geht denn hier? Ort unterdrückt. Treibstofftank, Lautsprecher, Statue. Ich muss hier eigentlich gar nicht das machen. Ich mache hier, glaube ich, gerade richtig Party. Aber das grundlos. Ich muss hier Sachen zerstören. Ich muss hier gar nicht so viel Party machen, glaube ich. Wie ich dachte, wie viel Party ich machen müsste, glaube ich zumindest. Also ich bin mir nicht sicher. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Warte mal, das muss ich zerstören. Geh kaputt. So, Lautsprecher ist kaputt auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Davon gibt es aber mehrere, so. Da. Das hätte sich auch schon mal erledigt.
So, was gibt's denn noch für Sachen? Noch mehr Lautsprecher gibt's hier irgendwo. Okay. Sekunde, wo finden wir denn noch mehr Lautsprecher? Müssen wir uns mal ein bisschen umschauen hier. Autsch, mein Kopf tut weh. Nein, ich bin gar nicht da. Ignoriert mich einfach. Huch. Ich glaube, ich wurde von vielen Leuten schon gesehen, ey. Da sehen wir irgendwie so welche... Ja, weiß ich nicht, was das, wie ich das nennen soll, diese Kreisel da. Okay, jetzt sind auf jeden Fall schon ziemlich viele Balken. Das ist nicht gut. Okay. Was? Hier unten ist die Bande. Muss? Moment, Sekunde. Hier, das muss ich einsammeln. Tag 1. Mein psychiatrischer Gutachter wollte mir keine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Ich habe ihm erklärt, dass es mir nicht an moralischer Verantwortung mangelt. Ich bin lediglich mit seiner Moralität bzw. Mortalität nicht einverstanden. So beginnt meine militärische Laufbahn. Das Schachbrett steht bereit und lockt mit der Aussicht auf den ultimativen Sieg. Und jetzt holen wir diesen Bastardo ab. So. Kein Gefecht unterwegs. Ja, ich habe aber schon hier irgendwelche Sachen da gerammt. Das war schon überhaupt nicht gut. Hier, ich will keine Leute von euch überfahren, ja. Warte, fahrt nicht gegen mich. Nein, stopp, stehen bleiben. Ich will keinen Ärger. Guck mal, ich bin hier wirklich eine Serious Business Limousine. Steig ein. Was denn? Tue ich aber. Du bist aufgeflogen. Dammit. Dammit. Warte mal, ist das die Statue, die ich zerstören muss? Nein, das ist nicht die Statue. Ach, verdammt. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Wo soll ich denn hin jetzt? Da. Verstärkung ist unterwegs. Nein, ich brauche keine Verstärkung. Wir Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. So. Guck mal, wie kann ich noch gesucht werden? Hallo, ich bin hier am Rumflattern. Mich findet ihr eh nicht mehr. So, ich bin außer Sichtweite. Was nun? Ah, Moment. Ich muss das jetzt machen. Das musste jetzt sein. So, ihr werdet da aber nichts finden, weil ich schon wieder weg bin. So, was haben wir denn jetzt hier im Moment? Hier war ja vorne irgendwie so ein Ding, was man aufdingsen konnte, irgendwie aufsammeln konnte. Manaea. An Manaea müssen wir jetzt eh sowieso noch Flagge hissen. Wir müssen hier noch so einiges an Sachen machen. Gut. Aber ich denke mal, Leute, wir machen an dieser Stelle erstmal wirklich erstmal ein kleines Päuschen. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, bisher hat euch das Spiel gut gefallen. Also mir schon. Ich bin zwar gerade verwirrt, was ich machen soll, aber wir kommen langsam an unser Ziel ran. Ich merke das schon. Gut. Tschüssi.